Fließgewässer wie Rinnsale, Bäche und Flüsse sind komplexe Systeme. Sie sind sehr sensibel und die kleinsten Eingriffe können große Auswirkungen haben. In diesem Ökosystem herrscht ein Gleichgewicht zwischen Fischen und Fliegen. Die Fische fressen Eintags-, Stein- oder Köcherfliegen oder deren Larven und halten damit die Population der Fliegen innerhalb bestimmter Grenzen. Zu viele Fliegen würden die Wasserpflanzen zu sehr reduzieren, da sie eine wichtige Nahrungsquelle für die Fliegen sind. Die Fische sind ihrerseits eine optimale Nahrungsquelle für den Bären. Entfernen wir in einem Bach die Bachforelle, hat dies zuerst einen negativen Effekt auf den Bären, da ihm nun ein Hauptnahrungsbestandteil fehlt. Zudem nehmen bestimmte Wasserinsekten wieder zu, da diese nicht mehr von der Forelle gefressen werden. Da Insekten vor allem Wasserpflanzen abgrasen, nimmt der Pflanzenbestand ab und die Algen nehmen zu. Dadurch wird wiederum weniger Sauerstoff produziert und es bilden sich Gifte. Dies hat negative Folgen für andere Fischarten. Wir sehen, dass durch das Fehlen einer Art das ganze Ökosystem gefährdet ist. Stellt euch ein Dominospiel vor, in deren Mitte wir ein Steinchen in Bewegung setzen. Nun wird in beide Richtungen je eine Kettenreaktion ausgelöst, die sich nicht mehr stoppen lässt. So ähnlich verhält es sich mit Systemen. Eine Veränderung führt zu vielen weiteren Veränderungen. Aber kann man die Kettenreaktion aufhalten, zum Beispiel indem wir die Bachforelle durch die Regenbogenforelle ersetzen? Ja, möglich ist das schon, aber die ursprüngliche Stabilität des Systems kann nicht wieder erreicht werden. Denn die Regenbogenforelle hat andere Nahrungsschwerpunkte, was zu Veränderungen in der Nahrungskette führt. Eine neue Artenzusammensetzung hat auch einen Dominoeffekt und damit Einfluss auf viele biologische, chemische und physikalische Prozesse im Fluss und dessen Umgebung. Die Natur muss jedoch immer wieder mit Veränderungen umgehen, wie zum Beispiel große Überschwemmungen oder Stürme. Dies gelingt, wenn ein Ökosystem nicht starr ist, sondern dynamisch auf Veränderungen reagieren kann. Dynamische Systeme können sich mit der Zeit auf Veränderungen einstellen bzw. neue Systeme bilden. Diese Zeit geben wir den Ökosystemen jedoch häufig nicht und bringen sie zusätzlich durch unsere Eingriffe an Kipppunkte, an denen sich die Ökosysteme nicht mehr dynamisch anpassen können, weil die Veränderungen zu stark oder zu schnell sind. So kann beispielsweise ein Gewässer kippen und Organismen massenhaft sterben, wenn das Algenwachstum wegen Überdüngung zu stark ist.